Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen entspannenden Baufolge hier bei Raft, meinem Lieblings-Survival-Spiel auf dem Wasser. Mein Lieben, schön, dass er reinschaut und schön, dass er wieder reinguckt. Es ist eins meiner Lieblingsspiele, das muss ich immer wieder sagen, weil von dem Spiel kann ich auch nicht genug bekommen. Es ist halt tatsächlich so, dass man hier contentmäßig immer wieder ein bisschen warten muss, bis man hier, bis man hier neue Ressourcen bekommt und so weiter und so fort. Ich habe hier schon mal unser Raft so weit erweitert, das guckt man, ne? Mittlerweile, es liegt hier ganz schön viel Zeug hier vorne. Ich weiß aber auch nicht genau warum. Ich kann euch mal zeigen, dass ich hier schon so gut wie es geht alles ausgeräumt habe. Hier auf der rechten Seite habe ich mal so ein bisschen was zusammen gefarmt, schaut mal, so ein ganz kleines bisschen was. Und auf der linken Seite haben wir das Ähnliche gemacht. Das heißt, heute ist es Zeit, meine Lieben, dass wir unseren Katamaran hier vorne mal so ein kleines bisschen aufbauen. Hier unten auf der linken Seite, wirklich da, wo ich hinzeige, habe ich einen kleinen Screenshot auf meinem dritten. Das ist normalerweise mein Chatmonitor. Habe ich da so einen kleinen Screenshot hingebaut. Und heute möchte ich mit euch zusammen hier vorne zumindest mal die Front schließen. Ne? Hier, so weit wird ihr kommen. Und dann gucken wir uns zumindest mal an. Was wir hier ganz dringend brauchen, sind solche, ich sag mal, Guckelemente. Und da ist es ja zum Schluss auch relativ egal, wie die angelehnt sind, weil, wie soll ich denn das sagen, wenn man die komplett ausbaut und die mit feinem Holz hier ausstattet, dann ist es egal, in welcher Richtung ihr die baut. Die sehen gleich aus. Die sehen wirklich gleich aus. Ne? So sieht es, also so sollte es ja aussehen. So habe ich mir den Plan hier so ein ganz kleines bisschen zurechtgerückt. Und dann würde ich hier gerne noch ein ganz kleines bisschen hier auf der Seite unseren Katamaran hier noch so ein bisschen ausbauen wollen. Und hier kommt dann so eine spezielle Ecke rein. Hier. Mal gucken, ob wir die hier so reinbekommen. Ne, das ist ehrlich gesagt eine Ecke von unten. So hier, ne? So kommt es dann hin, so sieht es gut aus. Das ist dann die eine Seite und hier kommt dann diese Fensterreihe. Die wird dann hier komplett fortgesetzt, ne? Mit allem drum und dran. Wir schauen trotzdem, dass wir es nach innen weiter fortsetzen. Und hier oben, hier ist dann der letzte Ausguck. So hier. So, und das hätten wir dann hier auf der Seite fertiggestellt. Das hier ist leider falsch, aber ganz ehrlich, wie gesagt, wenn wir es ausbauen und das mit dem feinen Holz dann erweitern, dann interessiert das keinen Menschen mehr, weil das sieht dann ganz, ganz anders aus. Hier machen wir jetzt dasselbe. Hier werden wir hier diese Dächer anlegen. Ja, und das war's schon wieder mit dem Holz. Aber absolut kein Problem. Wir haben Holz ohne Ende gesammelt. Ich war wirklich die letzten Tage einfach nur unterwegs und hab hier unseren Katamaran einfach nur mal über die Weltmeere gejagt. So. Hier machen wir das auch noch. Hier vorne würde ich das dann... Ich gucke gerade, das muss auch so aussehen. So hier. Und dann machen wir das hier einfach so fertig. Und hier auf der Gegenseite muss das auch so aussehen. Das heißt, wir werden das dann hier ähnlich fortsetzen wie drüben. Einmal vervollständigen, zweimal vervollständigen. So hier. So, das passt von dem Fenster her. Einmal frei. Und hier bauen wir dann hier oben, bauen wir dann auch noch ein paar Fenster hin. Ich habe ja gesagt, das ist wirklich eine gemütliche Baufolge. Ich habe schon einen Plan, wie ich das alles gerne umsetzen möchte. Und den wollte ich euch halt jetzt mal präsentieren, weil ich denke mal, jetzt ist halt die Zeit so weit dran, dass ich jetzt genug Mats zusammengesammelt habe. Und dass wir jetzt hier mal unser Raft zumindest mal auf der zweiten Ebene fertig bauen können. Ich würde dann sogar sagen, dass wir hier sämtliche Teile, alles was wir hier haben, das würde ich dann gerne abbauen wollen. Und würde das einfach noch einen Stock höher installieren wollen, weil ganz oben kommt unsere Kapitänskajüte hin, mit allem drum und dran. Das ist ja immer so, ne? Oben bei die Katamarane. Und hier wird dann die Küche. Also auf der rechten Seite wird dann die Küche und auf der linken Seite wird dann die Getränkeabteilung. Das ist egal, welches Wasser wir hier, ich sag mal, kredenzen. Da können wir auch Smoothies machen und so weiter. Und auf der rechten Seite können wir dann sehr geiles Essen zubereiten. So habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt. Das hier sollte alles so sein, alles so bleiben, wie es ist. Und hier oben, dieses Stockwerk möchte ich dann komplett vereinen. Das heißt, dieses Stockwerk, das zieht sich dann nach hinten komplett in einer Richtung durch. Und zwar da hinten bis zu den Motoren. Na? Die Motoren könnten wir dann noch ein bisschen anders ausbauen. Ich habe da auch schon zwei, drei Pläne zurecht gemacht. Wir könnten auch zusehen, dass wir nicht nur vier Motoren, ich sag mal hier
an den Start bringen, sondern zumindest 8, dass wir hier so viele Fundamente wie möglich haben. Wir müssen nämlich auf der linken und auf der rechten Seite auch noch ein bisschen was ausbauen. Das zeige ich euch aber gleich, was ich meine. So, jetzt haben wir hier oben so ein kleines bisschen Platz. Was mir hier jetzt gar nicht gefällt, sind die ganzen Segel und alles, was hier unten steht. Das müssen wir jetzt abbauen und müssen jetzt leider einen Stockwerk weiter oben wieder anbringen. Also, machen wir Folgendes. Selbstverständlich zeige ich euch auch dann ganz in Ruhe das Raft, wenn es, ich sag mal, im zweiten Stock fertig ist, zeige ich euch dann von vorne. Deshalb sind wir hier an die Monolitheninsel angefahren. So nenne ich hier übrigens immer die Insel. Und denkt dran, wenn ihr schon was abreißt, seid bitte so gut und nehmt alles runter. Ne? Nehmt wirklich alles runter, was hier Rang und Namen hat, und baut bitte auch von oben bis nach unten ab. Und nicht andersrum, weil alle Teile, die, wenn ihr unten abbaut, oben sind unwiederbringlich verloren. Na, ganz, ganz wichtig. Dürft ihr nicht vergessen, auch bei diesen Müllwürfeln hier und so weiter und so fort, seid bitte so gut. Und seid bitte so gut bei den Müllwürfeln. Nehmt da alles mit, nehmt da alles raus. Es kommt euch echt nur zugute. Ich überlege gerade mit den Batterien. Wir könnten hier noch ein paar Nägel basteln. Wir essen erstmal eine Rübe. So, ein Ei, das geht auch noch. Ne, für die Müllwürfel, die würde ich dann ganz gerne noch mitnehmen. Und hier, wir haben jetzt, glaube ich, ne, wir haben doch keinen Platz. Ist aber kein Problem. Dann werden wir die Antennen, die werden wir hier verbauen. Na ja, bei der Kapitänskajüte müssen ja auch wieder die Antennen hin, ja, damit wir das Navigationsgerät wieder anklemmen können. Gucken wir mal, das ist diese Linie, die hier durchgeht. Werden wir dann gleich hier noch mit installieren. So, hier. Und das letzte würde ich dann ganz vorne hinbauen. Also wirklich ganz, ganz vorne hin. Das hier wird dann eigentlich nur bis vorne komplett, wie soll ich das sagen, das wird dann eigentlich nur bis vorne komplett zugemacht. Hier gibt es dann so keine Erhöhung mehr oder so. Das sind dann hier einfach nur ganz normale, stinknormale Holzfundamente, die wir dann hier auch noch, nur noch so schön anbringen. Also das ist hier kein Hexenwerk. Ja genau, bitte innen bleiben, nicht außen. Das hier können wir auch so zumachen. Hier vorne müssen wir noch zwei Schrägen anbringen, genau. Hier machen wir genau dasselbe. Und hier machen wir dann auch noch zwei Ecken rein. So, und dann können wir hier mit zwei Streben, links und rechts, könnten wir das alles noch ein bisschen vervollständigen. Jetzt überlege ich gerade, ja, okay, wir haben was frei. Dann nehmen wir gerade mal ein paar Nägel. Also ihr seht ja, ne, das ist Uncut. Wir bauen zusammen hier das Raft auf. Wir brauchen hier Nägel. Ich habe extra noch ein paar Schrottteile mitgenommen. Dann werden wir das hier unten mit diesen Querstreben, ne, werden wir hier ausbauen. Hier. Ich würde das dann so machen wollen. So, und dann einfach mit den Querstreben ein bisschen weiter hinterarbeiten. So, dass wir dann hier halt so viele, wie es geht, mitnehmen können. Überlege ich gerade, das hier oder noch eins weiter. Ich glaube, so ist das auch geil. Das können wir nämlich komplett durchziehen. Genau, und dann bräuchten wir halt nur noch ein paar Nägel. Wo ist der Schrott? Hier. So. Gut, dann wäre das eigentlich, könnten wir oben das Ding komplett dicht machen. Und dann könnten wir hier alles soweit abnehmen, ne? Der Anker hinten ist ja gesetzt, das heißt, der Anker, der steht ja fest. Das heißt, wir können auch den Recycler und so weiter und so fort, das können wir dann alles sehr gerne hier hochholen. Und das wird dann unsere Kapitänskajüte, ne? Da geht's dann los. Das hier ist blockiert durch das Segel, das ist mir klar. Und wenn wir da auch noch Bock haben und haben noch ein bisschen Holz übrig, dann könnten wir das auch noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen verschönern hier. Frage, warum kann man jetzt hier oben nichts anbringen?
Verstehe ich gar nicht. Warum kann man hier oben gerade nichts anbringen? Manches ist auf jeden Fall verbuggt. Also manches, das macht man nicht so hin, wie man sich das hier so vorgestellt hat. Schaut mal. Da muss man wahrscheinlich noch so Zwischenstreben einfügen. Hier. So hier. Und dann kann man das fertig basteln. Manchmal, ganz ehrlich, manchmal, ja. Einfach nur hier oben, bitte. Einfach nur hier oben sitzen, hier oben reinsetzen, bitte. Manchmal, ich komme halt, ja. Da kannst du hier reinsetzen, was du willst. Da kannst du hier ansetzen, was du willst. Manchmal geht's halt nicht. Na guck mal, es geht nicht. Ist zum Verzweifeln. Also manchmal ist es hier echt zum Verzweifeln. Gut, dann setzen wir die Dinge wieder an, weil irgendwann geht uns dann halt auch mal das Holz aus. Und so viel Holz hatte ich ja dann auch nicht gespart, sodass ich ja dann immer wieder aufbauen kann, abbauen, aufbauen, abbauen. Jetzt würde ich mal noch Folgendes vorschlagen. Wir bauen hier in der Mitte mal noch eine Strebe rein. Und vielleicht, okay, das passt dann, weil man in der Mitte noch eine Strebe integriert hat. Okay. So, das machen wir dicht. Und dann wäre es das halt hier, ne? Also, dann hätten wir hier das Ding soweit fertig gemacht mit allem drum und dran. Das wäre zum Beispiel unser erster Stock. Dann machen wir das hier mal noch zu. Das Bauen bei Raft ist das Beste, was es gibt. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist so ein, das ist echt so ein belohnendes Gefühl, hier bei Raft ein bisschen was aufbauen zu dürfen. Es ist unglaublich. Haben wir schon irgendwelche Geräte hier oben, außer die Bienenstöcke? Wir haben noch gar nichts hier. Geil. So, hier vorne kommt ja das Steuerrad hin. Dann werden wir dann hier erstmal die Bienenstöcke hinstellen. Muss nicht hundertprozentig schön aussehen, das muss einfach nur die Funktion erfüllen. Das Säge nehmen wir gleich mal ab. Genau, das basteln wir dann auch gleich hier hinten mit hin. Genau. So, die Batterie nehmen wir gleich weg und auch das Steuerrad. Ja. Steuerrad, Navigation, das fliegt alles weg. Denkt dran, wir müssen oben noch eine Antenne hinbauen. Die Batterien müssen noch weg. Und dann müssen wir hier einen freien Platz müssen wir bauen. Dass wir hier das Gerät gleich... Weil ich weiß jetzt nicht, ob der... Nee, da liegt nicht ab. Okay. So. Okay, das muss dann halt irgendwie hierher, ne? Halt irgendwie so dahinter. Dann muss das Lenkrad hin. Zack. Das Navigationsteil müsste eigentlich auch hierher. So, hier. Ja, wisst ihr, was wir machen? Wir werden das Lenkrad nochmal ein Segment weiter hinten bauen. Das Teil auch. So hier. Ja, gleich daneben, sodass wir halt, wenn wir lenken bzw. ankern, sodass wir hier vorne gleich aufs Navigationsgerät zurückgreifen dürfen. Zack, dann basteln wir das gleich noch mit rein. Und die letzte Antenne, meine Lieben, muss auch noch hier vorne hin. Hierher. So hier. Bam. Und dann wäre hier eigentlich eine Verbindung hergestellt, oder? Yep. Okay, das passt. So, das Navigationsgerät ist angeschlossen und passt auch. Vom Akku her ist jetzt ne, ein netter Rede wert. Und was wir hier noch aufstellen müssten, wäre halt hier unsere Solarkraftanlage. Da ist es auch egal, wo wir das Ding erstmal deponieren. Wir bräuchten halt mal hin und mal wieder mal ein paar neue Batterien, das wäre cool. So, nehmen wir mal die raus. Nehmen wir die gleich mal raus vom Navi. Bam. Dann bräuchten wir noch die zwei Recycler, die müssten wir noch installieren. Genau, am besten hier drüben. So. Das passt auch. Da könnten wir dann gleich wieder ein paar Batterien einbauen. Die sind immer so ganz voll, die hier auch nicht. Stecken wir gleich rein. Bam, bam. Gut, und dann den Rest würde ich sagen,
Den Rest geben wir uns hier unten auf unsere Tiere. Die haben nämlich auch immer mal ein kleines Batterieproblem. Das Teil ist auch schon wieder alle. Das ist noch gut. Das heißt, die nehmen wir raus. Ersetzen die. Und hier drüben ist auch ein leerer Batterieslot. Schaut mal. Zack. Okay, das passt. Ja, unseren Tieren geht's gut. Macht euch da bitte keine Sorgen. Der Zoo wird bald erweitert. Wollt erst einmal, dass ihr seht, wie wir hier erstmal unsere Küche installieren. Ne? Das hier ist dann soweit unsere Küche. Wir ziehen dann unten komplett um. Und dann hier oben einziehen. Ne? Hier oben ist dann, wie gesagt, das mit dem Windrad und so weiter, das machen wir noch alles anders. Das Segel wird dann hier bleiben. Das würde ich dann wahrscheinlich hier auf der rechten Seite installieren. Auch an das Navi kommt dann so eine verstärkte, so eine größere Batterie. Das ist kein Thema. Die Dinger, die laufen ganz autark. Die Bienenstöcke kommen weg. Die kommen nach unseren Zoos auf die rechten Seite, oben vom Katamaran rein. Und jetzt würde ich dann mal vorschlagen, den Rest von dem Holz würde ich dann einfach gerne hier noch verbauen. Und würde das Ding einfach noch voll machen. Müllwürfel hätten wir. Und dann würde ich das Ding einfach hier nochmal so weit wie es geht voll knallen. Mit allen drum und dran. Weil wie gesagt, Holz haben wir ja zum Glück sehr viel gesammelt hier. In der letzten Zeit. Nägel haben wir auch noch da. Ich glaube Kunststoff und Palmblätter beim besten Willen. Ich glaube das brauchen wir jetzt nicht. Steine können raus. Seile haben wir eh keine da. Kunststoff, guck mal wie viel wir mittlerweile Kunststoff haben. Also, ne, wirklich. Palmblätter, die sind ein bisschen, ja, die sind ein bisschen weniger geworden. Hat einen einfachen Grund. Wir haben sehr viel anderen Stuff gebraucht. Zum Beispiel Seile. Und die Tiki-Taka-Figuren, die könnten wir dann auch noch hier irgendwo mit einbauen. Hier. Die kommen dann zum Beispiel auch hier rein. Ne, das ist kein Thema. Wir hatten ja eh nur zwei. So, das war's jetzt erstmal. Was trinken. Salzwasser füllen. Ist ja halt genial, wenn wir hier vorne unseren Eingang unter der Wasseroberfläche haben. Das hat keiner. Die ganz normalen Leute, die bauen dann ihre Eingänge halt oben drüber und ich wollte halt schon mal ein bisschen was anderes basteln. Und jetzt würde ich mal sagen, mit noch ein bisschen Holz werden wir hier oben den ganzen Spaß noch vervollständigen. Also, zum Abschluss heute machen wir das. So, dann gehen wir hoch. Arbeiten hier noch mit ein paar Verstrebungen, würde ich sagen. Hä? Dann machen wir gerade die Verstrebung hier weiter. So hier. Jawohl, das passt. Das sieht gut aus. Hier auch noch. Dann wäre das hier perfekt. Dann könnten wir hier noch sogar noch hinterziehen. Ja, das würde sogar. Boah, das würde auch noch sehr gut hier reinpassen ins Bild. Und dann würde ich sagen, hier hinten das Ding machen wir komplett voll. Also, dann machen wir hier oben eine Oberfläche draus, weil irgendwann ist halt der Katamaran. Trotzdem bietet der halt dann eine komplette Oberfläche. Halt etwas weiter oben. Aber immerhin. Und wir können uns dann hier oben auch komplett austoben, wenn wir das wollen. Den Raum könnten wir dann auch schon mitnehmen. Den könnten wir dann auch schon dicht machen. Und den Raum hier drüben zum Beispiel könnten wir dann auch schon dicht machen. Oder wir lassen ihn auf. Ja, das ist alles kein Problem. Ja, die Verstrebungen, die gehen hier ein ganzes Stück. Wir können ja auch noch... Wir können hier noch weiter bauen, könnten wir dann die Dächer hier integrieren und so weiter. Aber da müssten wir dann erstmal hier die Rohre anders verlegen. Das heißt, wir müssten hier unseren Katamaran unten noch ein ganz kleines bisschen erweitern. Hier. Na, das geht auch relativ einfach. Das ganze Problem ist, diese Netze kann man nicht einfach anbauen. Man muss da erst einmal normale Fundamente ziehen. Und dann immer von innen nach außen die durch diese Netze ersetzen. Ja, das ist halt so eine kleine Mechanik in Raft. Das geht auch nicht anders. Guck mal, wie viel wir da mittlerweile wieder Stuff haben. Guckt euch einfach nur an. Wahnsinn. Schrott haben wir auch eine kleine Menge Schrott gesammelt. Geil. Und jetzt nehmen wir gleich hier Seile. Und bauen mit allem, was wir haben in Palmblätter, bauen wir gleich ein paar Seile raus. Und vielleicht haben wir Glück und wir könnten uns schon ein paar eigene sammeln. Jetzt schaut mal. Könnten wir schon herstellen. Hätten wir schon zwei Stück. Ne? Und die kann man halt hier, die können wir hier anlegen. Hier anlegen, hier auch. Aber hier in der Mitte, da brauchen wir halt so ein, da brauchen wir halt so ein stabiles Holzfundament. Ne? Sonst geht es halt nicht weiter. Also machen wir es so. Wir werden uns jetzt noch ein paar solche Netze basteln. Und dann zeige ich euch nochmal auf der rechten Seite, wie das funktioniert. Und auf der linken Seite baue ich dann zwischen dieser Folge hier und der nächsten Baufolge, werde ich dann eigentlich unser Raft nach hinten, links und rechts ein ganz kleines bisschen erweitern, sodass wir auf der Motorenseite
da wir mit hinten auf Plan sind, dann hole ich euch wieder dazu und dann schließen wir zumindest bautechnisch hier den Katamaran mal ab, damit es hier dann, damit wir hier dann auch endlich mal ein Ende finden, weil das ist schon übel, was hier an Ressourcen hier reinfließen, wie soll ich denn das sagen, wie intensiv oder wie arbeitsintensiv hier das Teil ist oder das Teil wird. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja, wir haben zu viel Holz mitgenommen, hä? Egal. So, Seile hätten wir dann hier schon vorbereitet, guckt mal. Und dann gehen wir dann halt einfach rein und holen uns Sammelnetze. Mit so noch zwei, drei kleinen Schrottelementen könnten wir noch ein paar Nägel basteln. So, dann holen wir uns hier Holz, dort stellen wir uns zumindest einfach noch vor. Und dann fangen wir an, ne? So, dann hätten wir hier jetzt mal 15 Netze, 17 Netze gebaut. Besser als nichts. Den Bauhammer lassen wir noch da. Und dann gehen wir raus. Und dann erweitern wir einfach noch unser Raft. Und da zeige ich euch mal, was ich da damit meine. Ein bisschen Holz bräuchten wir noch. Und hier brauchen wir dann auch ein bisschen Plastik. Oder Kunststoff. Ne? Weil das sind ja diese Wasserfundamente. Diese Pontons. Und die müssen ja dann ganz anders halten. So. Und jetzt möchte ich das euch noch zeigen, wie ich das meine. Also, wir gehen auf die Wasserfundamente. Dann legen wir das einfach hier an. Denkt dran, der Bruce kommt, hat Hunger und isst euch weg. Ja, das muss euch immer wieder klar sein. So, dann wäre das hier schon mal, passend gebaut. Und jetzt bräuchten wir diese Dreieckfundamente. Ja, mit den Dreieckfundamenten könnten wir dann hier weiter basteln. Und hier auch. So, und dadurch, dass wir hier wieder so ein Fundament angebaut haben, könnten wir dann hier wieder die Netze ziehen. Ja, und dann basteln wir hier einfach wieder so ein schönes Fundament an. Und da könnten wir hier wieder Netze ziehen. Und hier könnten wir dann auch ein Netz anlegen. Na, hier dann auch. Und so weiter und so fort. Und hier dann könnten wir dann in der Mitte auch noch so ein schönes Fundament anziehen. Dann könnten wir hier nochmal drehen. Ne, wir haben die, genau, wir haben die über Wasser genommen. Eins fertig. Zwei fertig. Dann nehmen wir hier nochmal ein Netz, dann nehmen wir hier nochmal eins, ne? Und so halt entsteht halt die Linie immer weiter nach außen, ne? So, dann würde ich mal sagen, schließen wir das hier ab. Mehr bauen wir dann gar nicht. So, hier kommt noch ein Netz rein, hier kommt auch noch eins rein. So, hier. Zack. Hier schließen wir das mal ab. Und so meine ich das, ne? So habe ich das gemeint. Zack, immer vollenden. Dann können wir hier dann bauen wir hier dann die Schrägen hoch. Ne? Und damit können wir es dann hier abschließen. Als Beispiel. So, ne? Und die zwei kleinen Dreiecke, die bauen wir dann ganz einfach wieder ab. Und alles ist gut. Und das hier werden wir dann so weiter basteln. Dann bräuchten wir nur noch ein paar Metallverstrebungen. Mit diesen Metallverstrebungen können wir das dann hier noch verstärken, dass unser Bruce hier nichts abbeißt. Und dann seht mal, wie breit mittlerweile hier unser Raft geworden ist. Guckt mal, wie breit das Teil mittlerweile ist. Und dann müssen wir nur noch gucken, dass wir mit ein paar Metallbarren unser Raft verstärken. Hier oben, ne, mit diesen Fundamenten. Und dann hier einfach diese Fundamente hier einfach verstärken, verstärken, verstärken. Ne, alles, was er hier abbeißen kann, einfach hier ein bisschen verstärken. So, und das war's. Mehr ist es nicht. Ganz einfach. Dann werden wir das hier noch nach vorne erweitern. Und dann könnten wir hier dann zum Beispiel hier oben schon, das werde ich dann zwischen den Folgen höchstwahrscheinlich auch noch machen, werde ich dann hier den ersten Raum abschließen. Das ist dann hier, ne, der Schmiede- bzw. Schmelzraum. Ich glaube, der sollte wirklich ausreichen. Mehr brauchen wir da, glaube ich, hier nicht. Und dann machen wir gleich danach hier auf der Seite, machen wir dann gleich danach die Bienenstöcke. Und danach machen wir dann gleich die Bäume. Na, also da pflanzen wir dann unser eigenes Gemüse an, Bäume und so weiter und so fort. Und ihr seht mal, wie breit bzw. wie weit jetzt unser Katamaran schon rausgeht. Auf der anderen Seite mache ich das dann auch noch. Und dann würde ich sagen, meine Lieben, herzlichen Dank fürs Zugucken, für die Raft-Baufolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen, so in meine kreative Schaffensphase. Was wir jetzt zum Beispiel noch machen können, ist hier diese Rezepte abnehmen
Vielleicht kriegen wir das alles noch bei uns ins Inventar rein. Ich glaube es nicht. Vielleicht zum Abschluss. Nehmen wir doch die Rezepte mal ab hier. Und dann werden wir zumindest oben die Küche einbauen. Was haltet ihr denn davon? Bauen wir das ab, dann bauen wir das ab. Dann nehmen wir hier die Axt in die Hand. Bauen die Wände ab, weil die brauchen wir oben auch. Na, zumindest einer davon. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier an der Seite. Ne, hier steht schon der Forschungstisch. Den können wir zum Beispiel auch hier gerne stehen lassen. Und hier an der Seite würde ich dann sagen, hier beginnen wir dann einfach mit dem Bau der Küche. Das könnte man dann hier einfach ein bisschen größer machen. Da könnte man dann einfach so ein Stück Wand dahinter setzen hier. Ne, und dann bauen wir halt davor die Küche. Und so können wir dann immer, währenddessen wir fahren, können wir dann rausschauen. Das war eigentlich hier mein Plan. Okay, es fehlen mir vier, ja, es fehlen vier Holzelemente. Kein Thema, nehmen wir gleich mit. Dann bauen wir das hier noch an. Dann stellen wir hier schön entspannt die Küche davor. Dann heften wir wieder die Rezepte an. Ja, so sollte das dann aussehen. Schaut mal so hier. Dann können wir hier schön so gut wie es geht nacheinander die Rezepte anhängen. Ich glaube, wenn wir gut sind, kriegen wir auf 1 7 Stück. Da musst du aber echt genau zielen. Da darfst du dir nichts erlauben. Ne, man sieht, wie wenig Platz hier noch ist. Also 7 Rezepte kriegt man schon auf eine Bank drauf. Auf eine Küche. Und das andere, das packt man dann einfach hier oben drauf. Hier oben drüber. Zack. Zack. Und schon, meine Lieben, hätten wir die Küche vervollständigt, ne? Macht riesen Spaß. Auf der anderen Seite kommt dann hier in so einer Wand, kommt nicht nur der Smoothie Maker hin. Exakt mit derselben Wandung wie hier auf der anderen Seite. Ne? Und dann würde ich sagen, wir haben alles soweit erledigt. Ich werde jetzt hier ein bisschen was ausräumen, ein bisschen was umräumen. Der Grill kommt weg, die Wasserstation kommt weg. Und der Smoothie Maker, und schon haben wir hier richtig, richtig viel Platz. Das Bett kommt dann auch weg. Und die ganzen Schränke, das Lager, ne, das fungiert dann als kein Lager mehr, weil das Lager, das werden wir dann auch noch woanders hinpacken. Meine Lieben, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.